Jetzt kommen wir aber mal zu dem jungen Mann, der hier neben mir sitzt. Ja, seit Jahrzehnten in der örtlichen Musikszene unterwegs. Und darüber hinaus. Und darüber hinaus zwischenzeitlich auch mal verschwunden nach Berlin und andere illustre Hauptstädte. Und doch wiedergekommen. In diversen Bands hier im Kreis unterwegs. Ich glaube, ich brauche gar nicht viel dazu sagen. Entertainment pur, gute Laune. Kriegen noch einen Spickzettel hingehängt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Charlie Baum. Hey. Billy Boy, you wanna put on a record here? We're supposed to segue into a record now, but you know, my producer's asleep, so I gotta do everything around here. You ever feel like you had to do everything? You ever have a job where you come in and you feel like you're the only person there, and you gotta do all this stuff? You know what they say? They say that if you want a job done, right, you gotta be there and do it yourself. Hey, wake up! Belange, bist du nicht Jahre entfernt? Deine sogenannten Freunde.
Folgen flimmern noch in deinem Kopf herum. Doch es wird nicht mehr gesendet. Du hast zu oft weggesetzt. Dein Protest in allen Ehren, doch merke man sie ihnen Dreck. Jetzt hast du Leute aus der ganzen Welt. Sie stellen sich zur Schau. Ihre Kamera heißt Parkour und du fahrst in Schalt und Grau. Du siehst tausend kleine Mädchen, manche bringen, manche nicht. Drehen an ihren pinken Rädchen und bemalen ihr Gesicht. Du siehst 10 Millionen kaputte Leuten tun, was du nicht schaffst. Und du weinst in deine Socke und du weinst dich in den Schlaf. Du weinst in deine Socke und du weinst dich in den Schlaf. Du weinst in deine Socke und du weinst dich in den Schlaf. Du weinst in deine Socke und du bist du noch weg? Wie alle meine Abenteuer beginnt auch dieses ziemlich rasant. Also, halt dich gut fest. Tag zusammen. Mein Name ist Charlie Baum. Und ich spiele in 3 Bands. Eine davon bin ich ganz alleine, mit der bin ich heute hier. Ich habe tatkräftige Unterstützung vom Vergangenheitsbaum an Schlagzeug und Bass. Wie immer zur Verfügung gestellt von Jesus, meinem Computer. Manche kennen ihn bereits. Der besagte Vergangenheitsbaum ist zwischen einem guten Jahr und einer knappen Woche alt, je nach Song. Ich hoffe, die Qualitätsunterschiede sind nicht allzu markant. Dieser Song reimt sich auf markant. Ich bin jetzt phlegmatischer und noch wesentlich empathischer. Ich verlieb mich grundsätzlich nur noch beim Fernsehen, weil die weiter entfernt sind. Und ich verbringe jeden Abend so, als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Aber stell mir vorher Wecker! Also was soll ich sagen? Was soll ich noch sagen? Hab doch alles gesagt und wurde ausgelacht. Seitenband! Ich habe Schlagseite und damit ich nicht drauf rumreitete. Du bist interessant. Ich habe das Merkblatt einstudiert. Danach hab ich was einstudiert für euch drei. Seid dabei. Ich werde noch schnell bekannt und dann fange ich ein neues Leben an auf Hawaii. Seitenbrand. Ich habe Schlagsahne. Und solang du nicht drauf rumreitet, bin ich unentspannt, Madame. Gutes Futter, du. Bleib gespannt. Sag deiner Mutter, ich hätte meine Tochter an die Wand. Morgen auf
seltsame Seitenband. Ich brauche Klebeband. Sag deiner Mutter, Täter. Ich lebe an der Wand. Der Brandherr dieser Lohn ist ein gottverdammter Hurensohn. Und deine Mutter, ich sprenge deine Mutter. Dankeschön. Dieser Song ist ein Golden Oldie mit einer Bassline vom phänomenalen Holly Narund, der bestimmt an der Hauptbühne gerade wieder irgendeine Band gut klingen lässt. Dieser Song hat es anderthalb Mal ins Fernsehen geschafft, damals vor 8 Jahren. Aber so viel ist auch nicht passiert seitdem. Und ihr dürft gerne euch mal sehen hier vorne. Moral geht heute früh ins Bett rein. Phänotyp ist phänomenal nett. Deine Geometrie, deine Biochemie verbringen mich zur Philosoph. Vielleicht sollte ich weniger denken, mehr trinken. Vielleicht ungefähr umgekehrt. Als mir die Worte fehlten, hast du mir nicht zugehört. Oh, 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 oh. Du bist so cool, das ist der Flur. Ich hab die Schultern schon mit.
Sicherheit, die Ampel zeigt erst früh. Ich sollte gehen, oder soll ich lieber gehen? Und vielleicht werde ich überfahren, doch unter Rädern bin ich eh. Das alte Leid fährt aus der Haut, ich halte es nicht noch länger. Ja, das ist wie im richtigen Leben. Man erreicht nichts, aber muss lachen. Genau so! Dankeschön! Genau so! So, die gute Nachricht ist, der nächste Song ist nicht von mir, sondern von einer Band, die das alles viel, viel, viel besser macht als ich. Sie nennen sich Shotgun Knoppers. Sie sind die absolute Lieblingsband von meinem Papa, spätestens seit dem letzten Album. Und sie sind absolut, es gibt Gerüchte, sie sind absolut und definitiv nicht ich unter falschem Namen. Streicht das aus eurem Gedächtnis. Das bin ich nicht, das sind Freunde von mir. Und die schreiben über die wirklich wichtigen Dinge im Leben, wie zum Beispiel das traurige Sozialleben von Minecraft-Let's Playern. Davon handelt der nächste Song und ihr dürft gerne das Tanzbein schwingen, vor allem die Leute, die bunte Haare haben. Es war mal anders, als ich noch in eurem Alter war. Mann, Mann.
1998, er hat im Lotto gewonnen und er starb am nächsten Tag. Ist das nicht ironisch? Nee, es ist total bekloppt, in dem Alter noch zu spielen, aber okay, gut erlernt! Ich habe Staub gesaugt.
Moment. Was auch immer dort ist, das ist sehr gut. Dankeschön. Der Grund, warum ich so viel ohne Pausen mache, ist einfach der, dass ich in den letzten 10 Jahren mehrere 100 Songs geschrieben habe. Die gute Nachricht ist, diesen Sommer sind nicht so viele dazugekommen und das liegt im Wesentlichen an den Leuten, die sich hier vorne versammelt haben. Das sind die Jungs und das Mädel von Fail, diese hier. Da habe ich relativ viele Stunden darin investiert, ein neues Album zu produzieren, was am 9. Oktober rauskommt und ich kann euch allen nur empfehlen, da schon mal provisorisch an den Ball zu gehen und dann dran zu bleiben. Es wird sich lohnen. Wirklich nennenswert neue Songs in diesem Sommer sind nur 2 entstanden. Einen wollte ich erst spielen, aber der hat noch keinen Namen und dann habe ich die Setlist geschrieben und wusste nicht, was da hingehört. Also kann ich den leider nicht spielen. Ich kann aber den anderen spielen. Der wiederum heißt Flug 815, auch wenn er überhaupt nichts mit Lost zu tun hat. Und ich glaube, er eignet sich relativ gut, um Feuerzeuge umzupogen. Und ich würde ihn gerne Frank Mill widmen. Vielleicht sollte ich mal kurz gucken. Oh, scheiße, ist das verstimmt. Warum sagt mir das denn keiner? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, 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 warte, haben wir gleich. Ich könnte ja vorher nochmal irgendwo draufdrücken. Schwitz Gesundheit, ich rock die Scheiße hart. Die Kanzlerin mit Krampf. Ja, sowas in der Art. Okay, wisst ihr was? Das reicht mir so. Das ist alles in der Nähe. Mal kurz hören. Ja, läuft. Okay, Flug 815, ja? Da hätte ich noch nachstimmen müssen für. Ist egal, gibt kein Outro zu dem Song. Machen wir nächstes Mal. Das
ist das aber mal wieder ein Schuss in den Ofen! Reicht dann auch. Okay, und so, bevor ich hier die Bühne wieder räume für Menschen, die das alles viel, viel besser können, gerade mit Gitarre und Gesang und sowas, wollte ich erstens sagen, morgen Abend nehme ich da hinten nochmal Platz an der Schießbude beim Buena Vista Social Club, 18.30 Uhr, da dürft ihr gerne auch nochmal vorbeikommen, das wird sich auch lohnen. Mein Name ist Charlie Baum, meine Musik gibt es überall da, wo es Musik gibt, sprich iTunes, Amazon, Google Play, Spotify, googelt das einfach mal, YouTube, googelt das einfach mal, Charlie Baum, da könnt ihr nichts falsch machen. Ich wollte eigentlich ein paar CDs noch dabei haben, so für hier, falls jemand möchte. Das einzige Problem ist, die MP3 wurde erfunden und seitdem sind Musiker ziemlich arme Schlucker und im Wesentlichen ehrenamtlich unterwegs. Und nachdem ich Saiten brauchte und Plektren brauchte und um Playbacks aufzunehmen, noch so ein Schlagzeugfell und Sticks für morgen und so, war einfach keine Kohle mehr da, um welche vorzuproduzieren. Und mit vorproduzieren meine ich Rohlinge kaufen, brennen, bedrucken, Artwork auf Fotopapier ausdrucken, ausschneiden und dann die Innenseite mit Klebestift rein. Weißt du, ganz ehrlich, dann geh lieber zu iTunes, da kannst du wenigstens die Songs aussuchen. Okay? Gut. Und bevor es das gewesen ist, würde ich den nächsten Song gerne nach ganz weit da oben widmen an den jungen Mann, der uns letztes Jahr hier noch angesagt hat und heute zum wiederholten Male fürs Wetter verantwortlich war. Hoffe, du hattest ein bisschen Spaß mit mir, Chef.
er ist alleine und er weiß, gleich ist die Kacke hier zu Ende. Es ist vorbei, doch der Kampf geht nie vorüber. Mein Name ist Charlie Baum und das ist der letzte. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier und da drüben auch, aber vor allem hier. Trinkt ruhig reichlich, das geht in die richtigen Vereinskassen. Ne? Genau. Viel Spaß noch mit den anderen Bands. Hier gibt es auch noch Theater und Revolution kommen noch. Wie gesagt, morgen der Social Club. Ich verstehe dich gerade nicht. Ich muss hier arbeiten, sorry. Neuen Sie ist mir neulich wieder eingefallen. Sie war mit auf dieser Party als Bekannte von den Leuten, die Leute, die ich kannte, kannten. Und an diesem Abend fand ich sie recht interessant. Lag nur weniger an ihr als an all den anderen. Und wie wir da so stehen, sagt sie, damals in der Schule wollte jede mit dir gehen. Jetzt schau dich an. Ich sagte, hab ich schon verstanden. Blondie, wo immer es gibt Dinge, die begreifst du nicht. Sie ist mir gestern wieder eingefallen. Und so war ich dem verjährten Nachklang trauen kann, sah sie recht lecker aus. Doch damit hörte sie auch auf. Und ich fange da erst an. Sowas ist mir nicht bekannt. Liegt wohl weniger an mir als an all den anderen. Wie ich die Sache sehe, sag ich, damals in der Schule hatte jeder einen Stil gesetzt in den Fall. Du hast mich allzu viel geredet.
auf dieser Party als Bekannte von den Leuten, den Leuten, den Leuten, den Leuten bei Andi. Wo immer du auch bist, du hast Glück. Ich bin jünger geworden und ich kann es dir bestätigen. Bei Andi, wo immer du auch bist. Okay, pass auf, dann spiele ich für euch Dosenbier. Wenn ihr mir versprecht, dass ihr euch jetzt alle hier vorne hin bewegt und ungeachtet der Tatsache, dass ich das ohne Playback mache, möchte ich einen Circle Pit sehen dazu. Ja, da braucht ihr ein paar mehr Leute. Juti! Zähl mal bis vier! Ganz schnell, zähl mal schnell bis vier! Vier! Na? Mach mal! Drei, vier! Der Sound gefällt mir nicht. Ich fang noch mal an. Zähl noch mal einer bis vier. 3, 4! Ja, leg los, Leute. Lauter wird's nicht mehr. Ich bin der Letzte, der erzählen darf, was Punk ist und was nicht. Denke viel zu viel an Frauen, denn ich will an ihre Unterschicht. Und ihr seht alle gut aus, macht den Leuten wirklich Angst. Ich frag nur mal, was fangt ihr damit an? Durch die Dosen wie im Park, hast du mal eine Mark? Ich will mit dir schlafen, irgendwie bestrafen. Scheißen auf den Start, Dosen wie auf der Straße, irgendwie schade. Na komm schon! Ich bin der Letzte, der die Lösung hat, wie alles besser wär. Gegen Bullen ist so einfach, gegen Nazi-Schweine leider wieder schwer. Und wie viel wir rauchen, es sind wir sind niemals halb so breit wie die Schere zwischen Arm und Reich. Doch dann ist sie uns gleich. Dosenbier im Park,
du meine Mark. Ich will mit dir schlafen, irgendwie beschlafen. Scheißen auf den Staat, duschen wir im Park. Niemals auf der Straße, irgendwie schade. Denn wenn alles, was uns interessiert, nur das ist, was uns amüsiert. Wenn Klassenkampf nicht existiert, weiß ich, wer ihn verliert. Können wir bitte einmal aufstehen, nicht alles nur in Kauf nehmen. Könnt ihr mehr als danach aussehen? Willst irgendjemand wenigstens probieren? Dann singt mit mir über Dosenbier im Park. Hast du mal gemacht? Ich hab einen stehen, ich will mit dir reden und es überleben. Scheißen aufs System, Dosenmilch im Tee, wie bei deiner Mama in Yokohama. Ciao, ich bin raus. Dankeschön. Da bleiben Leute stehen. Ich weiß gar nicht warum. Leute, wie sieht das aus? Wo musst du noch irgendwas mit der Gitarre machen? Dann könnte ich anbieten, dass ich einen anchecke. Mit allem drum und dran? Juti. Ah, warte. Ich hab mein In-Ear nicht drin. Oh, before she speaks, Mr. Band. Soundcheck! Ein Idiot, die ganze Kurve lacht sich tot. Ich bin im Auswärtsrico, was Blut ist Auswärtsrico. Wir haben schöne Farben, aber die hat auch unser Gegner. Darum sind wir heute lila, lila Auswärtsrico. Und mach dich in ein Kämpfrico. Lila Frauen, werden ihres Lebens sich hoch. Verdammtes Auswärtsrico. Und da oben sitzt der Präsident. Also, lauter! Ich bräuchte auf jeden Fall die Gitarre. Kann ich mir die lauter machen da? Nee, dann komm ich. Du kannst mir den Gesang lauter machen auf Monitor. Ich mach mir die Gitarre da lauter, dann habe ich alles aus verschiedenen Richtungen. Dann komme ich nicht durcheinander. Cool. Sind die gleich laut? Nee, ne? Ich würde fast noch ein bisschen Zerre drauf tun. Ja! Bisschen Zerre hoch, meinst du? Weiß ich nicht. You are a walking ant. Ah ja, reicht mir. Okay, Uhr sagt, ich muss anfangen, wa? Ja. Ha? Bill Kaulitz, du wirst froh sein, dass du diesen Gürtel nie erhalten hast.